So. Und hör auf, mit dem nachzumachen. Ich mach dir nichts. Hallo Leute, oder guten Abend Leute. Mein Name ist Justus König, euer Indiana Jones, der Abenteuer, euer Captain America von dem YouTuber-Kanal Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuern. Ich bin heute mit meinem Kumpel, den... Wer bist du? Weißt du schon. Frederik Krüger. Hier siehst du das Beste doch. Ja, unterwegs. Genau. Und wir sind jetzt hier in der Nähe von Wertheim. Wir waren heute, haben uns getroffen nach der Arbeit. Also ich habe bis 20 Uhr gearbeitet, habe ich ihn getroffen und sind McDonald's gefahren, bis die Schuhe gemacht haben. Und das, also am Wertheim Village da, McDonald's. Und sind dann da, scheint da Internet drin, Maps, Google Maps, dass der Burg hier nicht so weit entfernt ist. Eine 17 Minuten Autofahrt plus 50 Kilometer. Und da sind wir hergefahren. Und ich grüße noch den Nico und die Sarah Schwarzmann. Schwarzmann? Schwarzmann aus Würzburg, Frauenland. Das sind gute Fans und Kumpels von mir. Genau. Und dann grüße ich noch Nico Schumann, seine Schwester, seine Freundin und alle anderen Fans auch noch. Und ja, und wir schauen jetzt, wir sind glaube ich die Burg Krumbach oder so heißt sie. Jedenfalls könnt ihr in der Beschreibung sehen, was hier heißt und die Informationen, die gucken wir uns mal nachts an und irgendwann komme ich auch bei Darkseer her, aber jetzt wissen wir jetzt heute mal kurz nachts unterwegs, weil es ein bisschen gruseliger ist. Und die Dreharbeiten des Videos könnt ihr sehen, die Hinfahrt dann, wo wir hergefahren sind. Das ist cool. Und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Einschalten und sag noch eins, viel Spaß beim Film, Action! Action! Und auch wenn man läuft. Und so Leute, herzlich willkommen in der schönen Nacht. Wir haben jetzt 1.19 Uhr und es ist Samstag früh. Und wir fahren zu einer Burg hier in der Nähe von Kreuz Wertheim. Kreuz Wertheim heute. Wir wollen kurz mal kurz hämmern. Wir werden das essen. Und mein Onkel, der Frederik Krüger, ist auch dabei. Hallo? Ja? Schläfst du noch? Ich? Ja. Ich bin fit. Wir fahren jetzt zur Krumbach. Wir haben kurz was gestern getrunken bei McDonald's, bis er zugemacht hat. Bis sie dich rausgeschmissen haben? Genau. Wir müssten dann bei McDonald's, weil sie zumacht, meinst du? Dann haben sie den Haupteingang zugeschlossen, mussten wir dann in den anderen Eingang. Also da muss sie halt das Essen rausgeben. Das wird es das Drive-In-Essen. Drive-In-Essen. Ja, Drive-In. Ja, und ich habe heute auch gearbeitet bis 20 Uhr und da habe ich mit ihm getroffen. Nein. Nikolaushausen. Wir sind jetzt in Nikolaushausen. So heißt auch mein Arbeitskollege, ein guter Arbeitskollege, heißt Nikolaus. Den nenne ich auch Nico. Das ist Nikolaushausen. Das ist ein Ort von Burg. Und wir haben den Mond schon gesehen. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Wertheimer Straße. Genau. Rechts abbiegen auf Wertheimer Straße. Das haben wir jetzt Zufall entschieden, dass wir da hinfahren. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Von McDonald's aus, Wertheim Kreuz Wertheim Village, wie heißt? Wertheim Village, Wertheim Village, McDonald's und Wertheim Village ist ungefähr 17 Minuten mit Auto entfernt. Und 15 Meter schon drauf auf Navi. Burg Krumbach oder sowas. Mit Park oder sowas. Warum ist die Burg? Ja, noch nicht da. Das sieht aus wie so eine Burg. Ja. Danke fürs Licht, das du ausgemacht hast. Da drüben noch, glaube ich, ein. Und wir sind auf dem Herfahrt und haben einen Reh gesehen. Das wollte rüberlaufen auf der Straße, hab ich davor gebremst. Weil ich hau noch mehr Tiere dort. Ach, das war gerade hier, das war so ein Kanister. Ölkanister. Ja. Ja, sonst kommen wieder Tierchen. Die wollen mitfahren. Justus. Ja.
Und heute, also heute Morgen, ist ja der Start des Tramo, das Musikding da. Nicht überall. Heute Morgen, sondern nur heute ist es. Und morgen auch noch. Ja? Es geht von Freitag bis Sonntag. Es ist für Musiker so. Da können überall diese wo gerne wo einfach so Musik machen können, einfach da in der Stadt machen. In der Stadt. Am Sonntag. So ein Wochenende, wo sie machen können. Das will ich dann morgen filmen. Oder heute noch filmen und genau. Und nächste Woche ist es für Würzburger Stadtfest. Am Freitag ist halt die Einweihung, also Eröffnung. Und Samstag sind halt die ganzen Stände da. Jetzt am Samstag sind die ganzen Stände da. Freitag ist Einweihung. Genau. Das ist dann nächste Woche Stadtfest. Das ist toll. Da gehe ich hin. Samstag ist Stadtfest. Am Samstag, nächste Woche, schaue ich an. Würzburger Stadtfest. Und am Sonntag, die sind es angeblich der Tag des Denkmals. Das sind viele Burgruinen, kann man besuchen, wo euch zu sind. Beispielsweise das Wasserschloss. In Wasserhaus, nur wie heißt es? In Kitzing, da ist ein Schloss. Das kann man nur innen drin angucken, wenn am Tag des Denkmals, da ist es offen. Da denkst du. Und das muss jetzt der Ort sein, wo man die Burg sein sollte. Da oben ist eine Nach Burg. 300 Metern links abbiegen auf Brückenstraße. Keine Ahnung. 300 Meter nach links abbiegen, nicht nach rechts. Also das Gegenteil. Und ich habe in der Woche neue Schuhe gekauft. Nein. Da ich war in Kitzingen. Links abbiegen auf Brückenstraße. Für 20 Euro plus irgendwas so ein, dass sie irgend so Schutz haben. So, ja. So ein Gerät anschaut, kostet 2 Euro mehr. Ja, du vorsichtig. Hm. Wir haben Vorfahrt. Ja, was bitte? Ja, ich sag ja, wir haben ein bisschen Glück gemacht hier. Alter, nach 200 der Metern leicht links abbiegen auf Thomas-Buscher-Straße. Das ist ein Bächle. Ach, guck hin, da leuchtet schon die Burg. Das ist Party. Party! Ey, Schuhe, 20 Euro. Deichmann, mit diesem komischen Schutz da, kostet da auch mehr. Das ist so ein Einwirkungszeug, sowas. Also ich habe letztes Mal Schuhgröße 47. Das musst du euch mal finden. Ja, ich habe meine gefunden. Leicht links abbiegen auf Thomas-Buscher-Straße. Alles mal gebraucht und kosten nur 5 Euro. Und da kommt sogar noch Schutz noch drauf. Ja. Und das nur für 5 Euro. Weißt du, wo du jetzt sparen kannst. Aber die hat schon lange getragen. Ja, ich habe so schöne Schuhe. Die sind leicht, kosten zu wenig Geld, zu viel Geld normalerweise. Lass ich mal aufpassen. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Hohlweg. Auf dem Hohlweg, danke. Hohlweg. Auf dem Hohlweg. Das ist ein Hohlweg. Ja. Ich war's nicht. Da ist die Burgeingang. Das wissen wir nicht. Du vermutest es. Sag doch, wenn ich's weiß. Das ist die Burgmauer. Das ist die Burgeinsturz. Genau. Da kommt was aus. Ah, da ist sie doch, guck. Da kannst du gleich reingehen, ne? Rechts abbiegen auf Hohlweg. Ja, du bist jetzt im Hohl. Ach, du bist ja mitten in den Wald nach oben. Ja, ich warte, fahr mal langsam, dass du da rumkommst mit dem Mercedes, weil du hast einen Mercedes, der fährt vorwärts. Ach, ich bin schlau. Upsala, upsala. Jetzt bleibt er gleich stehen. Nee, doch nicht. Er hat ein bisschen Gas gegeben. Ui. Ui. Das ist eine schöne Burg. Aber du musst jetzt hin. Ja, und jetzt? Ich muss runterfahren, sonst komme ich nicht hoch. Wieso kommst du jetzt hoch? Weil wir tief sind. Weißt doch. Dann schleifst du immer wieder an. Oh ja, scheiße. Das ist halt die Straße hoch, runter. Das kannst du schnell irgendwo anschleifen. Ja, und wenn du jetzt halt nicht reinfährst in den Bach, kann ich auch was kaputt. Nach 150 Metern links abbiegen auf am Kettenbornen. Muss man von hier aus hochfahren. Bisschen weiter weg, du bist bald in den Bach drinnen. Nicht, dass du dann noch was reinschlägst. Ich merke das schon alles. Ja, es passiert aber trotzdem so schnell. Und man denkt, es passiert nichts und dann passiert es doch. Wir vergessen, wir haben hier kein Geländewagen mehr. Ja, deswegen sag ich's ja. Und der Mercedes ist echt toll. Links abbiegen auf am Kettenbrunnen, dann wenden. Hoffe ich mal. Ja, du kannst gut wenden, weil du hinten reinfahren kannst. Also ich habe einen Piepser dabei, aber es ist nur kein Auto. Knapper Fahrer. Ach, 100 Zusatz, siehst du wenigstens was.
Ja. So, jetzt um die Kurve rum. Da kannst du gut drehen. Guck. Ja, da kann man gut drehen. Das ist die Feuerwehrwache. Ja, genau. Da kann man die Feuerwehrauto weiterfahren. Genau. Ach du Scheiße, das war zukunftsgenau. Ne? Aber was Lux kommt halt kein Auto. Ja. Da musst du echt aufpassen, so Dinger. Kannst schnell hängen bleiben oder stecken bleiben. Ja, ja. Ich meine, dieser Aufschlitzen da. Nee. Weil das Auto so tief ist noch. Nach 400 Metern bei Burgweg links abbiegen. Ja, dass da irgendwas passiert, verstehst du? Zu viel Neid in die Scheiße. Obwohl, der steht ja da. Und der steht ja dort. Jetzt können wir rausgehen. Los, Vorsicht fahren. Ja, ja. Die Scheißdinger musst du fahren. Du, ich kann Gas geben, pass mal auf. Nee, hör auf. Dann steckst du ja. So. Du meinst, die Abgase sind gut bei mir. Ja. Und jetzt? Geradeaus weiter. Okay, ist das so? Ach, das ist ja Bushaltestelle sogar. Da darfst du sogar fahren. Nur aus dem Winter nicht. Ja. Da werde ich jetzt abraten. Wieso willst du mir abwarten, wenn ich nebenbei dran sitze und du fährst drauf? Dann komm ich ja gleich hoch. Also rutscht mir runter. Und da fängt uns jemand auf rechtzeitig. So einen steilen Berg kommst du gleich hoch. Da brauchst du wohl den Reifen noch. Und bei früher, Burgweg ja, links abbiegen, dann erreichst du das Ziel. Was? Da ist es doch schon. Aufs muss ich langsam, es kommt schon wieder schon Scheiß. Bist du jetzt an der Burg? Ja. Ist es die Burg, wo wir jetzt hinlaufen wollen? Oder ist die weiterhin? Du hast das Ziel erreicht. Das ist eine schöne Burg. Oder müssen wir da irgendwo anders hin jetzt? Das ist die Burg. Wo? Das ist die Burg. Okay, da hinten rein fährst du um. Darf ich nicht. Warum? Schau mal, Privatweg. Also kann man auch gleich hochlaufen, ne? Nee. Privatweg. Aber warte mal, was ist denn da oben? Das ist doch die. Ach, kannst du da hochfahren? Nee, Privatweg. Stehst du drauf? Ja. Entscheide du bitte selber, Stefan. Ich geh da ja nichts mehr. Der ist nicht da. Dein Name ist gleich nicht da. Ach so, ja. So bin ich jetzt nicht. Der Stefan Altheimer. Ja. Ah, da kann man so dran, ne? Ja, ich würde sagen. Oh. Ich bin nicht gerade so gut. Gut, dass wir hier hochgefahren sind jetzt. Ich habe jetzt viel zu viel Angst mit dem Auto. Ist der Kies? Ja, schon. Trotzdem. Hast du nicht gehört, wie das Auto jetzt gejammert hat schon? Wissen wir, was der Kies war? Oh, ja, vorne ist der Freigaben, gell? Gleich richtig rum, dass du den Knife fährst. Und da kannst du das Auto ja auch hinstellen, da? Wenn da was kommt, nee. Kann man da vorne mal hinstellen. Da kannst du auch herstellen. Ne, da heißt es, bitte freihalten. Fahren wir mal ein Stück hoch, dann kann man auch stehen irgendwo lassen. Was hinter antritt, das wird euch jetzt gemerkt. Ja, da? Dann nein, fahre nein. Nicht nein fahren, rückwärts. Okay, wieso? Okay, geht nichts. Weißt du, wo du jetzt hinfährst? Ja, oder ich fahre so rückwärts nein. Auto noch vorbei? Ja. Na, wenn da kein Auto vorbeikommt, kommt sogar ein Panzer vorbei. Warte. Aber auch dabei.
Da steht mein Mercedes-Benz LK. Und da geht's schon vorwärts. Ist noch auf? Ja, ist immer auf alles. Okay, wo ist denn der Stange? Nichts zu außer. Gar nicht zu gut. Und da ist irgendwas? Ja, die Spruchwerksburg. Ja, von der Burg. Ja, da muss Wasser sein. Oder? Oh, oder keine Ahnung. Wasser. Ja. Grenzstein. Grenzstein. Auto. Wo? Da vorne bei mir, mein Auto. Ach so. Da oben ist was drin. Und da ist auch etwas. Eine Hütte. Ja, eine Hütte. Ja. Lost Place oder was. Das könnte stimmen, was ich jetzt habe. Ja, da muss ich von mal so vorbeilaufen. Und das wirst du schon Teil von Burg sein, ne? Ja. Das ist bestimmt. Oh, der Eingangsbereich für das Schloss. Ja. Das Wappen musst du aufnehmen. Ja. Da ist das Wappen. Das Wäppchen. So. Rapunzel, Punzel, lass der Haar runter. Mach ich gleich. Nicht so schnell, mein Kleiner. Krass, ne? Das sind wir Tafeln. Burg Gamburg. Gamburg. Ja, Gamburg. Ja, das ist so ein Ding. Die Tafel war informationsreich. Ja und? Tafel muss man informieren. Die Leute wollen wissen, was über Burg. Die wollen auch Informationen über den Burg haben. Das ist, was ich schon vorne fotografiert habe. Das sind noch Bilder. Tagesbilder. Da sehe ich sogar ein Auto eingebettet. Zugewachsen. Das Auto ist richtig zugewachsen. Ein Peugeot. Richtig zugewachsen. Das ist ein 206er SW. Warum lassen sie einfach hier kaputt? Keine Ahnung. Da wird wahrscheinlich abgeschleppt. Was ist?
Hier, das Zeug schon abschleppen unten. Ja, das stimmt. Aber verkehrt rum. Wieso hinten und nicht vorne? Oder habt ihr doch rückwärts hergeschoben? Das ist auch klar. Ja, irgendwas mit mir im Auge, das ist euch nicht normal. Das ist ja fast. Du hast da gebracht. Das will ich nicht. Also, sowas habe ich auch nie gesehen, dass ein Auto zugepackt wird, zugewachsen wird. Spezial, spezial, spezial. Zugewachsen. Nicht normal. Bald ist er von den Donnen eingeholt worden. Ja. Dann ist er weg. Haben sie gefressen. War lustig, gell? Ja, ich bin auch weiter. Dann muss ich bewegen. Ja, Alter. Dann kommt mir nicht vorbei. Das ist die alte Mauer. So. Ja, Batterie ist auf eigener Gefahr. Hä? Ja, kannst du den auch nicht hochfahren. Kannst du hochfahren, aber kann sein, dass du den Schotter immer da auch in der Kutsche. Das ist Privatweg, steht drauf. Beim Privatweg kannst du nicht hochfahren, aber da ist doch hochlaufen, besuchen. Die Mauer? Das stört sich doch bloß. Ja, da wären so. Ich kenne zwei Leute, die wären gerne dabei gewesen. So eine Sarah und Nico Schwarzmann. Ich weiß deine Kinder. Was ist da los? Haha, sehr witzig. Guter Witz. Hab keine Kinder. Mein nächster Freund ist auch gefahren, angeblich. Guck mal her, da ist ein Geist. Ja. Kennst du das Wort hinter verschlossenen Türen? Kommst du nicht rein? Ja, und du kannst auch hier rumlaufen. Okay. Briefkasten. Schmeiß dir mal was rein. Wo willst du außen rumlaufen? Dann kannst du auf dem Arm gucken. Der Park ist zu. Ich hab nur gefragt, wo wir denn durchlaufen? Das wir können draußen noch. Hier durch. Stoppen. Der Park ist zu. Der Park ist offen. Der ist offen. Darf auch rein? Das weiß ich auch nicht. Du kannst rausstellen, der ist offen. Ist immer so frei, ob man rein darf. Ist die Tür zu, dann ist sie zu. Ja. Das heißt, wenn die Tür auch. Vielleicht ist es noch für tags geöffnet, der Park, und nachts soll es zu sein. Und dann gehst du rein, du weißt doch, wie Leute sind. Hi.
weiß gar nichts. Mein Name ist Hafe, er weiß von nichts. Ne, es ist euch. Ja. Und sonst glaubst du, dass das nicht alles, alles ist? Die wollen atmen. Da gibt es sogar Sachen und Geister für. Was? Mehr als. Nach einem historischen Manuskript mehr als 21 Burggeister. Aber das sind nur Konzerte oder sowas. Oh. Ja, und jetzt? 17 Uhr. Auch nach der Öffnungszeit. Hast du gerade klingelt da? Ja, was ist denn Dinge? Noch keiner, die schlafen doch und das wisst ihr nicht mehr. Und das ist auch eine Kamera. Wo? Schätzt du da? Hallo, sag's schon. Wir sind nur Besucher. Zu späte Besucher. Ich bin zu spät, nicht zu bald. Aber da unten, da ist noch 100 Zus. Ah, das gehört zu dir hier. Bezirk nur. Was ich überlegt habe, da kannst du unten rumlaufen gehen, aber das geht nicht. Naja. Jetzt war es nicht so weit weg. Nö, ich war nicht weit weg. Was ist da oben? Soll ich mit draufgucken? Das Wappen? Ja. Okay. Hast du das Dach draufgekriegt? Ja. Hast du oben den Kamin draufgekriegt? Guck mal, ich habe einen Kamin gefunden. Was habe ich noch gekriegt? Zwei solche Dürmli. Oh, die Fenster und das Ganze. Schön gemacht. Ja. Aber nur in der Dach. Und doch, der ist noch nicht schief. Sieht genauso aus wie früher. Oh, da kommt jemand hoch. Hä? Da kommt jemand hoch. Wo ist es? Ja, weil da drüben. Und da ist halt drüben auch Lichter sind. Und hier ist ein Licht an. Guck. Da ist ein Licht jetzt an. Warum? Die kennen die. Die sehen aber nicht aus, als wenn es echt ist. Ja. Hast du wahrscheinlich schlafen drin, welche? Die jetzt noch Ruhestand sind. Ich muss das schon merken. Außerdem ist die gut erhalten, die Viren, die schon erkennt. Aber die wissen, dass du Geld hast. So wie du auch. Hast du Olle? Guck, da ist es gemacht. Da, ja. Und da ist Kies. Ja, Schotter. Ja, Schotter. Hast du es gehört? Ja, da die Augen von hinten drinne. Und da ist halt erst ein Pups gehört. Und oben ist der Stank. Mit der McDonald ist hinten. Ja, Big Mac, du kannst ein essen, zwei. Bei zwei bist du schon K.O. Du kannst nur zwei essen, maximal. Also ich könnte maximal zwei essen, bloß. Dein Kumpel, oder was? Ja, mein Kumpel isst gleich 10 Stück. Da haben wir das Gleiche. Da haben wir. Hey. Ui. Siehst du, Justus, du rutscht gleich aus. Der Stefan war nicht ausgerutscht, aber Justus, ja. Der rutscht aus. Ja. Schwinden geknackt, dann haben sie anrufen, dann hat er Kass gebrochen. Ganz schnell. Und da hinten haben sie Justus, da haben sie den anderen Stefan sein Auto verbrennt. Mhm. Und da fällst du in den Roski, Roski dann ein. Und da gibt es schon die ersten Walnüsse. Ja. Kannst du dich da runterlaufen? Wo? Da runter?
Das ist ein Schild. Ich keine Ahnung. Ja. Nehmt nicht. Da ist Nix drauf. Nix hier drauf. Ja. Ja, nur wandern. Ist ja nur ein Weg. Ist ja nur noch ein Weg. Ich schätze mal schon. Gleich gedacht, dass sie noch so runter geht. Na, da unten endet der Weg sowieso. Kannst vergessen, der endet hier. Der endet. Ja, zurück. Komm, wander zurück. Hast du die Eule die ganze Zeit? Der Weg ist nicht so toll. Und der endet unten. Und da ist ein Zaun, guck. Was? Da drüben ist ein Zaun. Ja. Ja, so ein Maschendrahtzaun. Da machen sie mal die Tür zu. Ja. Das heißt, das ist hier drüben. Das ist hier drüben wahrscheinlich. Hä? Lebensgefahr, Dickshit. Was soll hier Lebensgefahr sein? Das Schild ist so alt. Das ist wahrscheinlich hier drüben, das ist den Gold gemeint. Guck mal, das ist Marsch. Da vorne ist der Eingang offen. Ist das noch bewohnt, das habt ihr eigentlich? Ja.
Genau. Und warum lassen Sie die Tür offen dann? Hinten? Bei Scheunen oder was? Ja, das ist. Aber da ist der Eingang frei, da ist Klingel, nicht ganz geläutet. Ich kann dir sagen, ja, mein Name ist Justus. Ja. Ja. Laufen wir da lang? Lauf mal Stau, guck. Das sind viele Autos, wie viele Autos hier hochgefahren? Wenn da das komische verlassene Ding Hütte ist. Okay. Der wurde vorhin gesehen beim Hochlaufen. Da kommst du von da links rein. Da! Da drinnen war es doch. Jetzt kommst du nur wahrscheinlich, wenn du dahinter läufst, rein. Irgendwo in Gebüschen. Da, guck. Hier. Da sind wir rein. Und da ist die Hütte. Wir fuchsen doch nur an. Ne. Die haben es so verwittern lassen. Was meinst du? Die haben es so verwittern lassen. Ja, aber es ist nichts drin. Ja, aber nein. Sachen halt. Aber was denn so das? Das reicht doch. Da sind nur noch ein Garten. Ja, das reicht doch für die Leute. Das frühe Wasser nicht mehr. Ah, frische Luft hier. Ist gut. Die frische Luft ist gut. Weg. Ja, aber die sind jetzt hier oben, die Leute. Das ist privat, das ist geguckt. Komm, zurück. Komm, zurück, da fahren wir Licht. Da fahren wir Licht. Da fahren wir, müssen ein Heu fahren oder was? Ja, so kannst du rumlaufen. Ist doch kein über den Zaun gegangen, ist doch keine Grenze hier. Keine Grundstückgrenze. Das war echt nur ein Feld. Noch nicht. So, laufen wir jetzt hier mal weiter.
Danke für den Stecken. Laufen wir da lang. Das ist unsere Nachtwanderung. Nacktwanderung. Ja, Nacht. Nacktwanderung. Das kannst du gar nicht aushalten, nackt. Nachtwanderung. Das ist so kalt. Naja, wenn die Leute, wo morgen ins Dalmpapa gehen, dann ist gut. Warum? Das Wasser ist wärmer als das andere. Ja, stimmt. Weißt du, was eine Schwalbe, wo drin waren, schon schwarz? Das war doch ein beheizt auf 25 Grad und auftritt nur 22, 23 Grad. Ja, draußen war es kälter wie drinnen. Ja. War geil. Ja. So, jetzt laufen wir weiter. Nein, da haben wir weiter. So, jetzt sind wir ein bisschen dahinter gelaufen. Für eine Stunde. Jetzt sind wir da, gehen wir zurück zum Auto und dann fahren wir wieder heim. Ich muss recht weit nach Kitzingen und du musst wieder woanders hin. Wie hat's dir gefallen hier? Cool. Schöne Nachtwanderung kann man schön laufen, ne? Ja. Herrlich. Ja. Das nächste muss man sich am Tag angucken. Dann ist alles offen. Ja, schön alles beleuchtet. Schön. In der Nacht ist es schöner wie am Tag. Und da oben ist ein, wenn man es sehen könnte, ein schöner Sternenhimmel. Wieder mal. Und wenn ich weitermache, fallen die ganze Sterne runter. Steht drauf, Panoramaweg. Also Panoramaweg, Taubertal. Hm? Ah, Taubertal, ja, das habe ich schon mal gehört. Taubertal. Ende der 30-Zone. Also, du darfst nicht schneller als die 30 km laufen. Bist du sicher? Hast du vorne laufen dürfen. Bist du sicher? Ja. Scheiße. Ich sollte alle überholen. Aber irgendwas war. Da geht's runter, da geht's hoch. Wir gehen alle Wege auf hin. Das sind die Tafeln. Dann geht unsere Nachtwanderung wieder zu Ende. An dieser Burg. Zur Tafel. Ja. Das war ein Burggeist. Ja, Wasser in. Ach ja, da war hinten das beleuchtete Ding. Ja, da hat man's. Das ist Wasser. Ja, hab ich ja gesagt. Brunnen. Da ist Wasser. Schau mal kurz dahinter. Da ist die Hütte, wo vorhin gesagt das Licht gebrannt hat. Lüchte. Und da wird es immer endlos weitergehen. Lachen wir zurück. Ja, voll. Ja, und? Wir sind auf Laufe. Licht. Zur Nacht wandern. Brauche ich schon Licht. Eingeleuchtet. Was da hinten?
Auch nichts Besonderes. So, Leute. Das war's dann. Wir fahren mit dem Auto da weiter. Überall mal ein Ende. Genau. Oh! Aber das Auto ist auch so durch. Ja. Lass mal ein bisschen länger stehen, das ist ja ein graues Auge. Ja, hier staubt es irgendwie. Da kann der sich noch mal ein bisschen, oder? Bis nach hinten kann der sich nicht auf die Scheibe hinschlagen, oder? Nee, glaube ich nicht. Ja. Da machen wir einen Spoiler dran, das ist schwerer. So, umsteigen. So Leute, das war's mit der Nachtaufnahme hier bei der Burg und Nachtwanderung hier. Wir fahren jetzt wieder nach Hause, mir erzählt das und naja, das ist halt der Heimfahrt. Abspann, bloß ein paar Bilder, das war's dann wieder. Und dabei war der Freitag Krüger, der Kumpel. Ja. Hat's dir gefallen? Ja, kurz und schmerzlos. Yes. Super. Action, Power. Bis zum nächsten Mal. Genau. Wir sind jetzt hier ein bisschen rumgelaufen noch, für den Lampe rumgelaufen, ein bisschen Wald noch und zurück, war echt cool. Frische Luft, unten ist noch eine Party, eine Disco, keine Ahnung, jedenfalls. Und die frische, kalte Luft ist auch sehr gesund für den Körper oder Lunge. Ich weiß, es ist gesund. Und jetzt gehen wir oben auf den Front, du musst das Handy wieder festmachen, haben wir der Halterung hier ja, und genau. Dann die Halterung wieder. Ist mir noch ein bisschen gelassen, kurz, ich muss und dann nach Nachrichten da hinten. 3.13 Uhr. Oh, 3.13 Uhr. Ich hab dir schon gesagt, nicht mal nur da ein bisschen. Kamera läuft wieder. Okay. Wer noch angeht. Hat schon SOS angezeigt. Und es hat schon gepiepst. Was so schlimm ist. Das wunderst du dich. So, Lüftung läuft. Das war's hier. Actionmäßig. Actionmäßig, genau. Und jetzt kommt wieder ein neues Abenteuer auf uns zu. Und wir sehen uns morgen in Würzburg. Geradeaus auf Hohlweg. Hohlweg. Ich habe auf Hohlweg gestanden. Das ist blöd gemacht. Ich möchte nicht wie auf. Wie viel nach 200 Metern gesehen? Links abbiegen auf Thomas-Buscher-Straße. Außentemperatur 8,5 Grad. Das war warm, man. Von 6,5 auf 8. Links abbiegen auf Thomas-Buscher Straße. Thomas-Buscher Straße. Du bist bald mal bei mir drüben. Vorsicht. Ja, das passiert schon. Da ist nur dieses scheiß Ding da gleich. Langsam. Ja, langsam, ja. Ganz langsam. Wir brauchen da auch noch länger. Das wird langsam fahren. Nach 200 Metern leicht rechts abbiegen auf Brückenstraße. Da kommt der Robben. Ja, siehst du? Und bei mir ist es auch wieder so Kante. Fahren müssen wir einmal außen. Und hier? Ja, wir müssen vorbeifahren. Ja, klar, wir haben es ja leichter. Und sonst wir unten. Ja, ich bin schon in Waldbühlbrunn, das ist die Kirchstraße. Okay. Ja, scheiße, das ist jetzt wieder aufgenommen. Kommt wieder raus. Ja. Das ist aber schon cool gemacht mit der ganzen Politik. Also das mit Drohnen alles. Also soll ich einen Leinach rauslassen, ne? Ja, ein Leinach, wenn wir es lieber. Leicht rechts abbiegen auf Brückenstraße. Kommst du her aufs Leinach? Wo weißt du denn das?
Jetzt habe ich irgendwas Verkehrtes gesagt und ich sage gleich nicht mehr. Leicht rechts abbiegen. Ja, leicht rechts abbiegen, dann ist gleich rechts abbiegen. Und jetzt fahren Carlos weiter. Ja, leicht rechts abbiegen, noch einmal so beginnen. Ja, und jetzt? Dreht noch Fahrrad. Ach, da muss ich schon sein. Sind Sie noch zufrieden oder müssen wir drehen? Nach 200 Metern rechts abbiegen, ja, auf Bahnhofstraße. Aber so bist du, hast du überfahren. Ja, machst doch alles noch. Das ist alles so cool. Wenn er sieht, ist es vorne. 200 Meter, hat sich gesagt. Ja, das ist oben, schnell fahren. Ist oben an der Kreuzung. Da kommt natürlich gleich eine Bächlebrücke da. Ja, genau, da sind wir hergekommen. Sie ist so aus 80 wie alte Mainbrücke. Genau. Das sieht aus wie so. Rechts abbiegen auf Bahnhofstraße. Du hast ein schönes Bild gemacht. Aber in den neueren Zustand, nicht in den Außenzustand. Und da kannst du jetzt lesen, in welche Richtung du fahren kannst. Du kannst mir in eine Richtung fahren. Dann ist doch ein bisschen weiter weg, wie ich gedacht hätte. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Was? Nur 3 Kilometer? Was machst du mit dem Rest? Fliegen. Obwohl, du hast immer gesagt, wenn wir dann in deinem Auto sitzen, sind wir wie in einem Flugzeug. Also genau. Fliege mir die Strecke. Beim BMW-Herz heißt es auch Turbine, oder nicht? Turbine, ja, genau. Turbine, Triebwerk. Ja, aber bei der Mercedes ist echt wie ein Flugzeug, du merkst ja nichts. Fehlt ohne Flügel. Mhm. Das ist echt mal, das ist sogar ein neues Auto, so viel fährt er. Mit 300, über 300.000 Kilometer. Für 20 Jahre alter Oldtimer. Das ist gar nichts. Der schafft noch viel mehr. Ja. Alles okay? Alles okay. Oh, jetzt hast du was gehört. Hast du was gehört? War nicht durchgegangen. Okay. Ich hätte gedacht, ich hätte was gesehen, aber das war wurscht. Art wie Ruine. Das war nicht, wenn wir hinfahren können. Ja, muss ich jetzt mal drehen. Okay. Am Platz zum Drehen finden. Ich habe heute einen Film gesehen, da habe ich die Welt abwärts gefahren. Da haben wir das ganze Korn wieder gefahren. Fällt gar nicht auf, oder? Ein Stück im Kornfeld. Hey, immer rollt man Band, Jürgen Dresd. Warte mal, vorne kommt ein Parkzeichen, oder? Nee, warte mal, war es ja ein Schutzgebiet, oder? Ach, war es nicht so recht. Was ich gesagt habe, war es ein Schutzgebiet. War es nicht so wichtig. Das Wasserschutzgebiet? Ja. Du hättest eigentlich nur mit Rückwärtsgang weiterfahren können. Ja, da hätte ich gesagt, das muss ja nicht nur immer der Vorwärtsgang sein. Ach, dein Rallygang, ne? Ja, der ist doch geil, glaub mir das. Uhrzeit, 2 Uhr. Nach 600 Metern links abbiegen auf Würzburger Straße. Niklashausen. So, jetzt Niklashausen, ne? Jetzt hättest du drehen können. Ja, runter war nichts Besonderes. Ach so, ich hab gedacht, da wäre Ruine gewesen. Nee, da so ein paar Mäule. Gedacht, war aber nichts. Niklashaus heißt es auch. Niklas, nicht da, Niklashausen. Du hast auch Niklashausen. Niklashausen. Jetzt bin ich ja noch schuld. Und ich habe immer gedacht, ich bin so unschuldig. Aber das sehe ich nicht immer aus, ja. Links abbiegen auf Würzburger Straße. Links auf Würzburger Straße. Ist nicht, wo rechts ist, gell? Jo. Oh. Ach ja, nach Neubrunn 6 Kilometer. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Das ist geil. Die macht ja auch noch mehr Kürzerung. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es nach Dauerbüschern fahren. Wie es mir nach Dauerbüschern fahren, sind wir ja schon in Neubrunn. Und von Neubrunn aus nach Helmstadt. Machen wir wieder nach, wie heißt du, wo du herkommst, was ist da noch? Das ist mir wieder entfallen. Leinach. Leinach. Da musst du wieder hin, oder muss ich abgeben wieder? Ja.
Worten entfallen. Ja, ich weiß. Altersheim. Genau. Altersheim. Druckgefälle. Kann Steine runterfallen. Ja, ja. Oder alte Menschen runterfallen. Ja, schmeiß mal gleich auf die Seite. Ach, weil früher beim Leinach-Oldtimer-Treffen war das auch eine Raute, wie ist das nochmal, diese Oldtimer-Ausfahrt-Raute. Mhm. Keine Ahnung. Hier eine schöne Gegend zu fahren. Also, weißt du, wann Roden hat da auch bald wieder Dorf-Flohmarkt? Ja, ich weiß. Wann ist denn der? Ich weiß, immer im Herbst. Geil. Es muss eigentlich an der Woche sein, wo die Mainfragmesse ist. Das heißt nach Lindelbach. Nach dem Lindelbacher von Würzburg, Kirchweih, bis auch wie eine Messe ist, dann ist es ungefähr danach, ist es, muss es die Einfachmesse beginnen und da ist es dann Sonntag. Aber so welche Dorflummacht, da gibt es öfters hier in dieser Region, habe ich schon besucht. Ja? Und die waren größer als Wissenroden. Da war es in Roden noch ein bisschen kleiner, die haben mehr. Ja, die haben einen Haufen Stände. Wow. In Roden, ja, aber die anderen haben mehr gehabt. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, Mehlhofen, Rossbrunn zusammen. Scheiße. Wieso? Die haben wenig. Da war ich gar nicht. Ja, ich war jetzt jedes Mal dort, ne? Aber es war zu wenig. Ja, aber die anderen haben mehr als wir Roten. Ne? Nach also 600 Metern links abbiegen auf K2824. Ascherhausen oder Ascherhausen? Ich weiß nicht, wie es heißt, das Ort. Und da war sehr groß. Ja? Ja. Und das in Lindelbach, da ist doch bald wieder das Fest. Das Lindelbach, wo ich gerne den. Ja, das ist nach dem Tag. Links abbiegen auf K2824, dann rechts abbiegen auf K2822. In dem Monat. Ja, das müsste da gehen. Den Monat noch? Ja, muss man im Internet gucken. Das Lindelbach von Würzburg, nicht dass hier. Weil hier geht's ja auch irgendwo hier noch. Rechts abbiegen auf K2822. Was? 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 Also was? Du bist ja kein Kranz. Naja. Das wäre gleich wieder. Ich sag dir schon, dass du kein Kranz hast. Zur Straße gefunden. Ja? Also, wie gesagt, mit Fünfmal. Das hätten wir da drehen müssen. Du weißt auch, wie Frauen sind. Ja. Das ist eine Frauenstimme. Ja, stimmt. Ja. Und da musst du vor euch. Genau, und da kam dann wieder ein LKW. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Höhefelder Straße. Muss er ja sein. Wenn man ihn aufleuchtet. Nur die Katzenaugen. Ja. Und hinten dran macht er gerade sein Würstchen. Heiß. 70. Ja, ich bin schon rechts nicht, abbiegen auf Höhefelder Straße. Der blinzt schön rot. Hey, ich habe schon wieder was verpasst. Ja, schon wieder was verpasst. Dem Straßenverlauf von Höhefelder Straße einen Kilometer folgen. Schon wieder der verpasst. Was die alle verpassen? Das ist da drüben der Talinitsch. Das ist eigentlich. Und hier? Ich hab keine Ahnung. Ja, war lieber langsamer. Wenn das mal abrutscht. Ich weiß, du bist ein guter Autofahrer. Danke. Aber. Ja, bist du auch mal. Aber trotzdem vorsichtig sein. Mercedes ist nicht schlecht. Die Ecke ist machen. Ja? Ja. Gang runter, nach 600 Metern links abbiegen auf Kembach-Talstraße. Und was bringt das eigentlich ein? Motorbremse? Ja? Was für Motorbremse? Ja. Keinen Sprit brauchen der Zeit, weil ich kein Gas gebe. Geht es jetzt auf den Motor irgendwie über? Nö.
Ruderbremse einfach. Und Radiuszone. Oh, wenn du da mit dem LKW durchfahren musst. Oh Gott. Links abbiegen auf Kembach-Talstraße. Dann rechts abbiegen auf Holzkirchhäuser Straße. Neubrunn, es sind 4 Kilometer. Rechts abbiegen auf Holzkirchhäuser Straße. Mal erst Aachen. Ja, wenn ich das jetzt gedacht habe, jetzt rechts abbiegen sollte. Nach 800 Metern rechts abbiegen. Dumme Henne, du Dumme. Bist wirklich eine dumme Henne. Navi. Jetzt sind wir schon wieder verkehrt gefahren. Nee, ist das das Helle so? Nein, das Helle ist verkehrt und jetzt kommen wir wieder auf eine Straße, wo es wieder nach oben ist. Ja. Oder irgendwann drückt man wieder auf Lost Place. Ja. Oh, steigen wir gleich wieder aus. Ja. Wir nehmen es gleich wieder aus. Genau. Rechts. Was ist denn da in der Sackgasse? Achso, da? Nein. Sag bloß, es geht nach Würzburg. Es geht nach Würzburg? Das andere soll ich nicht kaufen. Im Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. 1, 2, 3. Schon ist es vorbei. Lass uns mal langsam fahren mit die scheiß Viecher. Ja, sonst, hab ich ja gesagt. Was kann man sie mitnehmen? Hey! Keine Angst mehr, ich habe keinen Stern mehr, ich habe nur noch einen Rehbock vorne. Ja, ich darf nicht, Dinger. Ich weiß nicht das genau. Das Auto wird es euch mitmachen, ich könnte gleich kannst du Wildschweine, wenn es zusammenreißen. Ne? Ja. Haben wir was zum Essen, ne? Das haben wir gleich. Ich kann sagen, wir sind kannst Jäger. Kannst dich nicht beschweren. Weißt du warum? Der Motor ist noch heiß, da ist ein Häsel. Ein Häsel, ja. So hat es irgendwie ausgeschaut. Oder irgendwas. Ja, ist halt rumkuppelt. Hoppel, 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 hoppel. Jetzt können deine Viecher wieder kommen. Oh, ja. Wenn ein Schwamm rauskommt, dann kannst du dann überschmeißen. Nö, das Auto ist zu schwer dafür. Ich lasse den Deutschen immer. Ja, so, Mans hat schon mal Gewicht. Das wäre gut. Im Winter ist es gut. Nein, wenn es leicht ist, beim Crash ist es auch gut. Oder gegen Rost. Weil beim Benz oder BMW von dem Benzin aus dem Wasser schneiden, ne? Muss ja mit der Knallwetter muss so viel und braucht so viele Flexen oder wie heißt das? Flexen und dann das ist Material von der Flex, viele Messer oder wie heißt das? Schon von Flex? Schleifplatten. Ja, brauchst du. Schleifplatten oder wie heißt das? Da brauchst du sehr viel davon und sehr viel Zeit. Dickes Blech. Nicht so einfach. Basalisch aus ist es dünneres Blech. Ja, aber hier mal scharfe Kurve. Muss ja Gas geben. Meinst du, bei 90 Meilen gehen wir dann zurück in die Zukunft? Ja. Wir kommen aus der Zukunft. Wir gehen in die Vergangenheit. Genau. Wo es noch Autos waren und noch keine Elektroautos, ja. Sondern Wasserstoff. Wir fahren nicht nur auf 10, wir fahren gleich 100. Aber wirklich, ich bin bereit. Diese neue die Tankstelle ist eine Fertigbaustelle. Ja? Und die Wasserstoff, die haben wirklich eine Wasserstofftankstelle umgebaut. Ach, das ist so. Ja, und da kannst du das Wasserstoff tanken. Da brauchst du halt nur irgendeine Karte oder sowas, da kannst du da tanken. Das kenne ich schon, da bin ich auch nicht angefangen. Du hast eine Karte, musst du reinstecken und dann kannst du eintippen und dann kannst du tanken. Also das ist gleich neben der Normalzapfsäule. Im Bild wird die Wasserstofftanken. Ja, muss ich jetzt durchsetzen alles. Wieso, nach 600 Metern weiter auf unteres Tor. Haben sie letzte Woche bei Grip gezeigt am Wochenende. Elektroauto, neues Hybrid. Oder was es war von Toyota und dann gegen, glaube ich, einen Jaguar oder sowas. Irgend so ein Wasserstofffahrzeug. Ja. Und das Wasserstofffahrzeug ist weiter gekommen als der Hybrid, oder was es war. Schon, aber hör mal zu, wo soll das Wasser bald hingehen noch? Das wird einfach anders, da kommt Wasser raus. Also was erst ein Endprodukt ist, ist das Wasser. Da wird irgendwie anders Energie gespeichert, keine Ahnung. Gemeinde Helmstedt? Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Weißt du, über Neubrunn von Helmstedt? Was schlägst du denn? Nein, das Navi sagt so. Ja, siehst du, da ist wieder Neubrunn. Der verarscht uns von hinten, der fährt gerade aus Weide. Jetzt kommen wir nie nach Helmstedt. Von Helmstedt kannst du gleich nach Ding fahren.
Ja, ist jetzt wieder nach. Der fährt auf, richtiger Weg. Holzkirchen ist ein richtiger Weg. Also gut. Das ist der schnellste Weg, was du aussuchst. Ja, gib mal Gas, ne? Jetzt können wir schon gleich das 6. Jahr drin sein. Ah. Ja. Und Benz gibst du an der Autobahn Gas. Deine Straße musst du gemütlich fahren. Ja, dann fahr doch endlich mal gemütlich. Hast du noch Zeit? Hast du gehört? Nein. Heute haben sie Nachricht gesagt, die wollen die Tüten, Plastiktüten komplett abschaffen in Deutschland. Das ist ja logisch. Nach Stoff. Das ist logisch. Ja. Und irgendwann machen sie die Benziner und Dieselautos auch komplett abschaffen. Was? Ja, irgendwann wahrscheinlich. Welche Umwelt? Einer muss davor machen, sagen sie dann. Wenn ein Wasserstoffauto gibt und besser ist als ein Hybrid, dann werden sie schon machen, dass irgendwie nur alle Wasserstoff fahren. Ja, ich glaube es selbst nicht. Also die leben für eine Steuer. Ja und? Dann gibt es halt neue Steuern. So wie da eine Umweltsteuer kommen soll. Dann gibt es neue Steuern. Wo holt das Geld rein? Ja, kannst du dir ein neues Auto leisten? Das wird doch gleich gefragt. Das war schon mal solche Zeiten. Da hast du ja, dann kaufst du ein neues Auto oder hast kein Auto. Da hast du einfach Kredit genommen. Wie alle anderen auch. Du hast gleich gefragt. Das ist genauso, wenn eine Straße, wenn bei dir das Haus die Straße gemacht wird, ja, dann musst du ja auch bezahlen. Dann man sagt, wenn die wollen dann ihre 100.000, dann musst du auch bezahlen. Ich habe dieses eine Glück, ja. Ich wohne weiter hinten und nicht an der Straße. Ja. Und wenn ich woanders wohnen würde, weiter vorne, Helmstadt, hätte ich schön zahlen dürfen. Ja. Dann hast du echt stark zahlen. Da haben die gesagt zu mir, die haben die Straße alles aufgerissen und die fahren müssen alles bezahlen. Weil ich hinten drin nicht bin, ist es uninteressant. Ja, aber du heißt Krüger, Freddy Krüger. Achso, ja. Das wollte ich jetzt nicht gleich wieder durchgeben, so euch. Das weiß es ja jeder, dass ich Freddy Krüger heiße. Ja. So. Nach 300 Metern links abbiegen auf Würzburger Straße. Ja. Müsst immer die anderen verwirren, ne? So ist es. Ich mach's doch mit Absicht. Nur noch. Links abbiegen auf Würzburger Straße. Ups, jetzt geht's aber scharf die Kurve rum. Ja. Scheiße, ne? Ja, weißt du warum? Die Fahrt geht immer so schnell zur Runde. Ja. Zur Ende. Ja, und Schiff. Dem Streckenverlauf 6 Kilometer folgen. Ist ja gut, ne? Ja. Schiff, das ist geil. Jetzt brauche ich noch 16 Kilometer. 16, okay. Ja, beim Donnerstag war da schlimmer Unfall in Rasacker, ne? Ja. Bei Teufelskeller. Ja. Irgendwas mit einem Audi, mit einer. Ich glaube, irgendeine Achse da verloren oder sowas. Irgendwie böser Unfall. Ja, das war das, wo ich zum Arzt hinfahre. Hat dein Arbeitskollege gesagt. Ja, mein Arbeitskollege hat gesagt. Ja. Huck, du Zucki. Du Zuckihändler. Ich hab einen Quatsch von Suzuki, der ist gut. hier, Helmstadt sollte irgendwo so eine. Das ist eine Bimmelstadt. Ja, aber Helmstadt sollte irgendwie ja so eine, sag mal so Art, Burgruine haben. Nicht eine Burgruine, sondern weniger als eine Burgruine ist. Wie heißt das an anderen? Burg-Style. Das sind, wenn nur Graben vorhanden ist, also Burggraben noch vorhanden ist oder ein paar Steine noch. Also nein, nicht so viel vorhanden ist. Das heißt, wenn oben drauf Gras ist und drunter ist die Burg. Ja, schade. Das war so wirklich. Ey, da ist die Burg. Ja, warum? Ja, das ist jetzt der neueste Burg. Unten ist die Burg und oben ist der Garten. Ja. Die Nacht ist schön. Jetzt muss ich mich richtig nochmal genießen kurz. Weil ich ja ein Auto fahre. Ich darf jetzt nicht so viel Gas geben. Ja. Sonst überhole ich dich ja. Willst du das? In der Zukunft gibt es Pferde. Das sind die neuen Autos. Hm?
Die sind umweltfreundlich. Ja, sind biologisch. Und die kommen auch hinten auf biologische Wisse raus und fressen das Biologisches. Also was die fressen, Gras, kommt dann hinten wieder raus, Dünger. Dünger für den Acker, ist biologisch. Da macht man keinen Chemieseuch mehr. Fährst du mich jetzt bis nach Leinach? Ja. Gleich? Wo bist du nach Leinach laufen? Ja, das wäre ein bisschen blöd. Echt? Ja, das ist ein bisschen blöd für mich. Ich muss mir schon wieder ein paar neue Füße kaufen. Aber steckt ja schön. Und da vorne kam auch da, wo der rote Opel Corsa war. Ja. Hast du erzählt, was passiert ist mit dem Opel Corsa? Das ist Dosensardine gewesen. Zum Schluss. LKW hat uns haben gerappelt. Genau. Und keine Räder mehr schade. Da haben sie schon Räder geklaut. Alles ist kaputt gemacht worden. Ja. Zeug oben reingeschmissen. Echt geil, ich denke, wie der ausgeschaut hat. Wie eine Dose. Zum Schluss mehr. Hat aber lang gedauert, bis sie den geschafft haben. Ja. Weißt du, ne? Wenn sie den einen weggeschafft haben, nachdem er ausgebrannt war, dann ist den gleich weg. Das hat da auch noch gedauert. Ja, der ausgebrannt hat auch lange da gestanden. Ausgebrannt, aber der ging dann doch etwas schneller, nach 2 Wochen weg. Ja, aber es hat auch gestauert. 2 Wochen lang. Ja, aber der war ewig lang gestanden. Wenn, also ich, ewig, ja. wenn ich sofort nicht eine angezündet hätte, keine Ahnung, wie er gebrannt hat. Er hat ihn angezündet oder durch vielleicht die Hitze, keine Ahnung. Wenn es ist, sonst wäre er immer noch da gewesen. Der war immer noch da gewesen. Obwohl die Türen schon alle aufgerissen waren. Ja. Alles rausgeholt. Ja, Anfang stand er nur da drin mit Müll. Und dann haben die Leute einfach die Scheibe eingeschlagen, das Müll geklaut. Dann haben sie dann das Ding geklaut. Eine Rückleuchte, dann eine Vorderleuchte und dann haben sie es angezündet. Irgendwann. Hast du das hier gerade gegen gesehen im Busch? Ja, es kommt noch nicht raus. Ich hab dir nur gesagt, dass du es gesehen hast. Das war das Bambi. Ja, das kleine Bambi. Ja. Und der Rest war das Opel Corsa gewesen. Das war ja Knutschkugel aus. Ja. Ja, Sündenbock. Ja, und was für einer. Ja. Babble, bubble, bab. Man fliegt in diesen Auto richtig. Ich kann sie alle überholen, merkst du das schon? Ja. Ich muss mich gar nicht mal so anstrengen. Ich hab den Gas drücker drauf, ja. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf B8. Die Frauen müssen doch immer neu reden, wenn die Männer reden, oder? Können die einfach nicht lernen. Rechts abbiegen auf B8. Die regelt schon wieder neu. Guck, da vorne, sein. Das war früher auch ohne Ampel. Ja, wobei Jan ohne Ampel. Und warum bremst du mir jetzt ab? Dem Straßenverlauf von B8 noch 4 Kilometer folgen. Ich muss noch danken in Würzburg. Und dann kann ich alleine fahren. Ich danke in Würzburg, da fahre ich alleine. Achso, ja. Und da stand das Auto fort, der fort angebrannt, der Kugel da. Das ist ja die romantische Straße. Bist du bei Shell danken oder bei der Chat? Bei der Chat. Ach, die ist halt echt mal offen. Aber die Aral, glaube ich. Aral, ja. Die hat offen. Genau. Die müssen offen, haben sie gesagt. Ja. Auch wenn sie zu haben. Aber da vorne ist ein Hedstadt. Und zwischen Hedstadt und Waldbillbrunn, da ist doch so eine, auch so ein Burgstall. Aber da ist gar nichts mehr übrig. Da haben sie nur einfach nur so ein Gedenkmal hingemacht. Also so ein Modellkasten, ein Kasten, da ist ein Modell wo, von der Burg, wie es früher sie auch schon sollte. Aus Stein haben sie es dann gemacht. Richtig. Und früher war noch ein Kasten, da war noch ein Kasten mit Flyer drin. Und die Flyer sind alle kaputt oder weg. Siehst du, ich fliege hier durch. Fliegst du mit? Ja, und heute später, also wie gesagt, ab 12 Uhr oder sowas, 13 Uhr muss ich einkaufen noch, dann bin ich auf Strambur in Würzburg, dieses Musikding da. Also so das Filmen und das was. Und nächste Woche auf das Stadtfest Samstag. Dann bist du der Stadtfest. Ja. Lässt du noch was anschließend noch übrig? Ja.
Oder Stadt. Alles richtig. Genau. Alles, alles. Oh, da ist ein Dreieckel drüben rechts. Ja, ich habe sie alle weggejagt. Okay. Ich habe gesagt, jetzt kommen wir mit dem Düsenflugzeug. Und dann haben sie gesagt, okay, ist in Ordnung, gehen wir halt. Ey, hier hat mein Arbeitskollege, ein Arbeitskollege seinen Führerschein verloren. Oh. Er hat einen E36, 316 oder 318, wie war das? Ist er hier immer Vollgas gefahren, mit 210 ist er gefahren. Und dann ist er geblitzt worden, erwischt worden. Dann war der Führerschein weg. Und jetzt kommt auch, alles hat ein Ende. Sogar eine Wurst hat zwei Enden. Und das ist Ende des Videos. Ja. Das war's dann. Da kommen jetzt gleich Bilder von heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben noch eine Nachtfahrt, wir unterhalten. Können ja schön die Nachtzeit genießen von Mann Richtung Würzburg. Danach und so weiter. Ich mache morgen wieder ein neues Film. Also heute nach später. 600 Metern leicht rechts abbiegen auf Wertheimer Straße. Schilder nach Waldbüttelbrunn. Ist egal. Eieiei, da kann man sich aufregen. Wir beenden jetzt diese Videoaufnahme und sagen danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Bis demnächst. Werden Sie uns bald wieder. Eine nette Durchsache. Ciao, ciao. Bilder folgen jetzt und dann gute Nacht, guten Abend oder sowas. Nacht. Leicht rechts abbiegen auf Wertheimer Straße, Schilder nach Waldbüttelbrunn, ja, ne, links abbiegen so auf Frankfurter Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Klingen unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Ganz auf mein Massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterbrechen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. Fünf Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Wir zusammen sind wir eine Macht. Wir sind so stark, dass es nur so kalt. Willst du dabei sein, dann schließ deine Augen. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist ihr neues Zuhause. Justus! Hey, wer ist das denn? Hallo. Justus! Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm, einer zu werden. Bist du bereit, bei Justus ein wahrer Schreckensteiner zu werden? Justus macht dieses Gesicht. An der Decke, auf der Straße, an der Ecke, überall steht geschrieben, was du darfst und was nicht. Und was geht und was nicht, was du bist und was nicht. Und was geht oder nicht, wer bist du, wer bin ich, was darf ich, was? In der Form und der Norm, im Format immer hart, niemals weich oder doch. Und in Shape so perfekt, wer gestört oder nerd, wer bin ich, wer bist du, gehörst du noch dazu, wer bin ich, wer bist du, was darf ich? Es tut mir wirklich leid, bin dazu nicht bereit. Ich hab jetzt keine Zeit, yo, für euren ganzen Scheiß. Wir sind und ich weiß, was ich will oder will ich, was ich weiß, was es heißt. Und du greifst nach den Sternen, what a life. Ist dein Leben ein Roman, ein Film, ein Manga? Wenn du hier bist, ist es kurz oder bist du schon lang da? Wenn du hier bist, ist es kurz, yo, sag mal, lebst du schon? Huh? Was geht ab, was geht, was dreht, was steht? Hast du heute wirklich schon gelebt? Hat sich irgendwas mal fortbewegt? Hast du irgendwem den Kopf verdreht? Was geht ab? Es tut mir wirklich leid. Bin dazu nicht bereit. Hallo, guten Abend, Leute. Mein Name ist Justus König.
euer Indiana Jones der Abenteurer, euer Captain America von dem YouTube-Kanal Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuern. Heute bin ich unterwegs mit meinem Onkel. Kannst du das sagen? Ich bin meinen kleinen Neffen. Ja, auf den Scheiß jetzt. Ja, sag auch nicht, ich war Onkel. Also, nochmal. Ja, das ist Zeitschuld.